Bergspitz. Jetzt kommen sie. Und der afghanische Windhund. Das ist ja der Zweck der Übung, dass man hier Gruppen herausfiltert, also Züchter auszeichnet, die es schaffen, nicht nur standardgemäß gute Hunde zu züchten, sondern auch einen gewissen Zwingertypus erreichen. Das ist nicht so einfach, denn auch innerhalb eines Standards gibt es die verschiedensten Möglichkeiten der Abweichungen. Alaskan Malamut, meine Damen und Herren, ich denke, Sie kennen diese Rasse. Schließt in die Gruppe der Windhunde führen uns die Afghanen. In der Zuggruppe heute der Alaskan.